Ich habe heute eine Mission. Morgenhuber soll einen Maibaum basteln. Wie ist denn das eingefallen? Ich und basteln. Na gut, ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Ich habe hier schon Sachen bekommen, was man alles braucht. Erstmal die schönen Handschuhe. Einen Stab. Das wird dann quasi sozusagen unser Maibaum. Der muss natürlich noch blau-weiß werden. Deshalb habe ich hier Farben, Pinsel, Wasser. Ganz wichtig, Wasser. Kein Bier, wieso? Naja. Hier kommt die Farbe drauf. Wir haben hier noch einen Blumentopf, wo das Ganze dann reinkommt. Einen Kranz, damit Jeep Irish ausschaut. Wir haben Steine, damit dieser Baum hält, glaube ich zumindest. Und Fetzen. Mal schauen, für was wir die brauchen. Und jetzt male ich erstmal diesen Baum. Weiß, blau, blau, weiß. Schön angetrocknet, größtenteils ist er schon trocken und dicken Stellen, da vielleicht ein bisschen Vorsicht. Raus. Und jetzt kommt er eben in seine Endposition quasi, in den Blumentopf. So, dann haben wir den hier. Jetzt gehört natürlich zu einem bayerischen Maibaum auch ein Kranz außenrum und den haben wir hier schon. Den kann man kaufen, selber machen. Gibt es vielleicht bei Blumenhändler. Und da müssen wir jetzt natürlich Bänder befestigen. Ich sage mal so 30, 35 cm, deshalb habe ich hier ein Lineal. Und da messe ich jetzt einfach mal Bänder. Jetzt haben wir quasi die Bänder, die werden dann hier an diesem Kranz seitlich fixiert. Und dann hier oben fixiert und das zeige ich euch jetzt. Hier ist zum Beispiel was Bier drauf und eine Brieze wollen wir natürlich auch noch. Die legen wir einfach hier auf dieses Schild drauf. Komm mal ruhig ran mit der Kamera. Fertig, unser Maibaum. Lasst mal einen Kommentar da, wie er euch gefällt. Würde mich freuen.